Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei einer weiteren neuen Folge Mafia 2. Wir haben gerade die, eine nette alte Dame zum Krankenhaus gefahren, sind jetzt allerdings dabei, ein Safe zu berauben, auszurauben. Weiß nicht, wie ihr das nennen soll. Wir sind direkt auch schon am Ziel. Sie hat ja gesagt, das ist direkt schräg gegenüber. Dann schauen wir uns die ganze Thematik mal an. Wir müssen auch hier jetzt aussteigen. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier alles zustatten geht. Und natürlich, ich guck mal kurz, ob es jetzt hier zu Problemen kommt. Ah, sieht gut aus. Aber natürlich, bin ich auf meinem Kanal viel mit Dino Let's Play, Rocket League. Aber ich liebe auch so Spiele wie Mafia, GTA, eigentlich auch Ego-Shooter. Passt aktuell eigentlich nicht so ganz in mein Kanalprinzip rein. Hoffe trotzdem, dass den ein oder anderen das natürlich gefällt. Natürlich sehe ich natürlich die Aufrufzahlen stärker bei den jeweiligen anderen Games. Aber ich mache das, worauf ich Spaß habe. Und hoffe natürlich, dass ich einige Zuschauer habe, das soweit gefällt. Das ist auf jeden Fall ein offenes Fenster. Mal reingehen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe meine Essen fertig machen. Kann ich die Wachen lautlos ausschalten? Und wo kann ich. Was ist das? Gegen die Tür treten wäre schlecht. Ah, ja. Einen Moment. Sehr hoch. Ich glaube ja. Oh, scheiße. In welche Richtung geht der jetzt? So leid. Ich wollte schon sagen, warum kommt da kein Zeichen, was ich tun soll? Wie Leiche ziehen. Was denn getötet? Scheiße. So schnell. Ja, okay. War jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. Och man. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Jetzt ist der Tiefenentspannt, ne? Helfen einem anderen Raum. Oder muss ich einen hoch? Ne, das geht nicht. Muss ich einen runter? Warte mal. Verdammt! Ah, da. Warte. Easy. Also dafür, dass der Alarm ausgelöst ist, kommen die noch nicht. Ich wette, der Alarm wäre jetzt eh ausgelöst worden, oder? Thank you.
Also Assassin's Creed-mäßig war es jetzt auf jeden Fall nicht. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier raus. Warum habe ich zwei Kreise? Weil ich zwei Ausgangsmöglichkeiten habe. Also ich denke. Du sagst zwar, das Gebäude ist entstellt, aber... Oh. Ich hoffe, dass die das hier nicht wissen. Jetzt noch alles cool. Ich hoffe, dass die nicht wissen, dass ich das bin. Ich fahre jetzt einfach mal dran vorbei und hoffe, dass nichts passiert. Okay. Easy. Ich wollte nicht schneller fahren. Nicht, dass er auslöst wegen Geschwindigkeit. Das wäre jetzt so makaber. Nicht erwischt, aber wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh, ist zu weh. Egal, wir sind da. Das lief ja gar nicht so ungeil. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und, was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Schöne Scheiße, ne? Oh, müssen wir jetzt hier? Okay, pass auf dich auf. Oh, danke. Das ist wirklich schnell. Warte mal. Hier, jetzt gucken wir mal. Tja. So einen wirklichen Ablaufrhythmus kann man sich auch nicht... Tja, wie willst du da fahren, ne? Ich fahr jetzt einfach mal hier lang. Ja, und fahr die untere erstmal links ab. Wie die knallrot ist. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Nice. Wow. Du warst aber motiviert. So. Ja. Ich fahre da jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß nicht, wie viele wir abklappern müssen. Ist ja voll kacke. Ja, komm. Ist egal. Machen wir das? Vielleicht hätte ich auch ein anderes Auto nehmen sollen.
ne, du willst nicht auch links. Bitte, alle mal stehen bleiben. So, ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wer von euch guckt eigentlich das Game hier? Das würde mich auch sehr brennend interessieren, weil bei den anderen habe ich natürlich viele Kommentare. Ich habe auch Zuschauer. Aber schreibt gerne ruhig mal was. Weil ich freue mich über jeden einzelnen. Ich würde gerne auch auf Kommentare Schönen eingehen. Abend heute, nicht wahr? Ja, wenn du es sagst. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Jetzt schönen Tag noch. Wir sind alle motiviert. Das nenne ich Einsatz. Keine Ahnung. Ja, okay. Wie gesagt, schreibt gerne mal. Und dann kann ich auch auf die Kommentare eingehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ein fleißigen Zuschauer, weiß ich ja. Vielleicht sogar zwei. Aber was mit den anderen? Die sind alle unbekannt. Ich habe auch Abonnenten bei Mafia. Ich denke, GTA, Mafia ist ja alles so dasselbe Genre, von daher sollte das passen. Ich spiele halt so Games wirklich sehr, sehr gerne. Aussteigen und verkaufen. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Bis dann! Oh, er hat was anderes gesagt. So, ist die Sache. Fahr ich jetzt zu ihm hier? Ich weiß ja nicht, wie viele ich abklappern muss. Das ist eine gute Frage. Alle werde ich nicht schaffen. Ich kann mich nur vage erinnern. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Max erreichen musste. Oder je mehr ich schaffe, umso mehr Geld ich bekomme. Ob ich gar nicht scheitern kann. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ein Minimum musste ich erreichen. Oh, danke, dass du auch ausweist. Ich finde das so gut, dass die KI hier halbwegs intelligent ist. Wäre das echt belastend hier. Also wie gesagt, alle never. Ich frage mich, ob man wirklich alles schaffen kann. Also die Hälfte ist rum. Kann man die scheiß Motor... Nein. Also ich kenne das nur so, dass sie eigentlich über einen fliegt, aber nicht so... weggeschobt, ihr wisst Bescheid. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh, beruhigt euch alle. Oh nein, das ist nicht gut. Nein. 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 Das ist nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Ich könnte heulen. Scheiße. Okay. Das ist bitter. Realismus ist aktiv. Ach, sehr gut. Jetzt ist er früher. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken?
Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Bis bald! Ja, ich weiß, dass du sehr motiviert bist. Dann fahre ich jetzt erstmal zu ihm. Ich mache jetzt einen anderen Weg. Und hoffe, dass es gut ist. Ich versuche, von der anderen Seite hier zu kommen. Aber instant tot, ne? Ja, gab's in der Zeit Airbags? Das ist eine gute Frage. Wann gab's den ersten Airbag? Okay, ich fahre auch hier mit einem Army. Ne? Ist auch nochmal so eine Geschichte. Ich hab bestimmt den falschen Wagen für die Mission ausgewählt. Oh, Schnee. Sorry, gut, dass du schon mal bereit stehst. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Perfekt. Ja. So, und jetzt fahren wir hier hin. Ein bisschen Leben haben wir ja auch schon verloren. Boah, aber ob das ist? Hätten wir überlebt, wenn ich volles Leben hätte? Ich glaube nicht. Nee. Mach jetzt nicht einen auf diesen Verbiss dich. So. Dass ich hier so eine Scheiße jetzt hin und her fahren muss, ne? Ach, was tut man nicht alles für Geld, ne? Warum blinkst du nach rechts, wenn du links einfährst? Vogel. Was ist das ja eigentlich für eine Überblendung, ey? Mann. Ich hab da die Grafik auf 2000, oder? Ja. Helligkeit eigentlich normal, also... Keine Ahnung. Los, kein Unfall. Ich hoffe, dass das gut ist, was ich versuche. Von der anderen Richtung zu kommen. Alles safe nicht. Never. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihm nicht mehr. Es tut mir so leid. Ja. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Wegen ihm. Er kommt wegen ihm, ne? Ich kacke so ab. Oh, 3 von 6, ich verstehe. Oh oh, ich ahne Böses. 3 von 6. Das heißt, ich muss Minimum noch 3 machen, ne? Genau. Ich muss noch 3 Stück machen. Boah. Ey, da passte kein Pixel mehr zwischen. Oh, ich hoffe trotzdem. Guck mal, die Hälfte der Zeit ist rum. Wir haben den weiten Weg gemacht. Oh, was Gutes. Bitte mach nichts Dummes. Bitte mach nichts Dummes. Warum fährst du so? Mach nicht diesen. Warte, eine Tankstelle. Warum nicht der? Oh, den Kopf ist komplett egal, dass ich Geisterfahrer bin.
Finde ich gut. Kann man mal machen. Was nicht gut ist, dass ich gerade ein bisschen nervös bin, ob wir das schaffen. Das kann nicht sein, nicht schon wieder. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Verstanden. Im Ernst? Ich zieh durch. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Ist der Trick. Wo hast du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Bist du doof? Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Nein. Angst. Halt einfach den Mund. Die Cops stehen da und alles cool. Oh, steig doch ein. Ich habe so ein Glück. Ist das geil. Der Trick war ja wirklich genial. Okay, erhöhte Geschwindigkeit haben sie ein Problem mit. Aber es hat geklappt. Ich jetzt wieder zu schnell. So, jetzt. Aber, Problem. Ich muss noch zwei Tankstellen. Das schaffe ich nicht. Ich habe Scheiße gebaut. Oh nein, ich habe Scheiße gebaut. Ich könnte kotzen, ich habe Scheiße gebaut. Nee, ich muss Benzinmarken bringen. Ich habe Scheiße gebaut, ich hätte nicht so fahren dürfen. Ich dachte, ich bin intelligent. Das kann nicht sein, dass ich zweimal die Mission machen muss. Die Tankstelle da. Schnell, komm. Hey, ich habe ein paar Benzin. Ja, ja, ein paar Benzinmarken. So, und dann hier hin. Marken übrig. Ja, interessiert. Ja, ja, klar, sicher doch. Sei okay, schneller interessiert. Hier mit der Kohle. Ja, klar, schneller. Okay. Hier ist das Geld. Schönen Tag auch. Und du hast mich nie gesehen, klar? Ja. Wissen wir. Ja, ich weiß. Okay, das wird jetzt knapp. Eine Tankstelle. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das ist nicht unmöglich. Aber es ist so weit weg. Und guckt auf die Uhr oben rechts. Ich bin ein bisschen nervös. Komm, das ist unmöglich, oder? Oh, hätte ich doch die in der Mitte alle abklappern sollen. Ich glaube, das ist unnötig Schwitzerei gerade, ne? Oh, Mann. Alles gut. Bin ich gut unterwegs? Nicht so schnell gerade. Ja, kein Bock jetzt auf die. Perfekt. Muss jetzt eh die Kurve hier nehmen. Ich sollte es schaffen, wenn ich jetzt nicht blöde Fettfinger. Aber wir kennen das in Games. Genau, du blinkst nach da. Du löst nichts aus. Perfekt. Dann bitte. Ich werde nervös. Ach du Heilige. Oh mein Gott, das ist eine Schwitzerei jetzt. Oh ja. Oh ja. Wäre ich jetzt gestorben. Ich hätte hier alles umgebracht. Kann ich helfen? Hey, ja. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Bis dann! Ich sollte zu Joe zurück. Ich bin very glücklich. Du bist mega kaputt. So. Jetzt haben wir deinen Postbote. Verkaufe alle Benzinmarken, bevor die Zeit abläuft. Easy. Gibt's hier irgendeinen Wagen, den ich mal nehmen kann? Ach, wie sieht's denn mit dem da aus? Der sieht aus, als wäre er ein bisschen flapper unterwegs hier. Der hier.
Nicht Scheibe einschlagen, wir wollen mal schön vernünftig knacken. Verdammt! Ja, ja, alles gut. Perfekt, so, jetzt rein da. Und Schnee, also ich finde diese Feinheiten sehr geil. Der ist schneller. Ist aber auch ein Schiff, ne? So, trotzdem jetzt aufpassen. Ich will jetzt auch hier. Oh ja, 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 der ist viel schneller. Muss ja richtig aufpassen. Weil auf Sterben ja gar keinen Bock. Nein, 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 nein. Boah, angeschliffen habe ich nur die Wand. Das ist jetzt nicht so weit weg. Oh nein, 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 nein. Ah, kann man mal machen. Muss mir geholfen mit der Kurve. Ja, easy. Ist nicht so weit weg. Schauen wir mal, was die zu meckern haben. Weil wir haben deren Arsch aber gerettet. Ziehmarken, Dreck am nächsten Tag. Was ist denn los bei denen? Und wieso hat einer im Safe Benzinmarken, wenn sie kurz zum Ablaufen sind? Ist doch auch lost. Alles lost. Ja, hier rein. Zum Baum. Und dann einmal hier. Haken. Sehr schön. Zumindest hoffe ich, dass ich komme. Ja, ist richtig. Perfekt. Okay. Ich die Mission zu Joe? Geh zu Joe, um die Mission abzuschließen. Ah, so abschließen. Kapitel 4. Murphys Gesetz. Kennen wir doch. Little Italy, 11. Februar 1945. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Immer diese Knarre, ne? Triff dich mit Joe und Freddy's, nimm eine Waffe und Dietrich hier mit. Sollen wir das mal machen, bevor wir die Aufnahme beenden? Ich würde gucken, ob es hier ein Heftchen gibt, was wir uns angucken können. Aber hinter der Türe. Und scheinbar nicht. Alles gut. Dann lass mich schon Kleidung anziehen. Nein. Und irgendwann ziehen wir uns richtig als Mafiosi an. Sind nicht erlaubt. Ich hau mal hier Palaver. War da Stress? Bin ich da hin? Warte mal. Ich will mal kurz mitmischen. Bin ich da hin? Nee, leider nicht. Schade. Schade. Ja, cool gewesen, so ein Mistake. Nehmen wir einen neuen Wagen. Oh, pass mal auf. Los, Lady, raus aus dem Auto. Oh, eine Frau. Ja, wenigstens nicht ins Gesicht geschlagen wie. Alles gut. Oh. Peinlich. Ein bisschen peinlich. So. Eine Meldung? Bei Mafia 1 gab es eine Meldung. Es gab einen Diebstahl auf der Blablabla. Hat Mafia 2 das nicht? Okay. Oh, dafür habe ich jetzt einen Wagen geklaut. Einer alten Dame. Nicht sehr mutig von mir. Egal. Hören wir uns mal an.
gehen mich seine beschissenen Probleme an. Ja, verdammt. Wen haben wir denn da? Was ist denn mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Na gut, ich nehme erstmal, was er mir schuldet. Ihr Steinmann. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Monate. Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch! Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinbringen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. 6 Stunden später. Oh, Juwelier. Wir haben doch so eine alte Erinnerung, ne? Joe? Das ist ein geiles Bild. Kann man mal machen. Ups. Männliche Person weiß mit schwerer Schusswaffe. Tja. Alles klar. Das war ich nicht. Joe, komm mal mit. Komm mal kurz mit, Joe. Ciao. Ich wollte mich verabschieden. Nein! Ciao. Komm mal kurz mit. Wir wollen uns von den Zuschauern verabschieden. Da-ding! Bist du fetzert? Ja. Magst du wohl? Komm. So, jetzt aber. Tschüss. Warte. Nein, nicht in die Richtung. Nein. Jetzt willst du aber wissen, ne? Okay. Egal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Gesundheit und sag mal bis zum nächsten Mal. Euer Delta07. Ciao.